Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf dieser Kamera. Das ist meine große Kamera und die habe ich bisher kaum verwendet, weil ich in letzter Zeit eigentlich nur Vlogs gedreht habe. Also ich hoffe, der Ton geht, weil ich habe hier das Mikrofon stehen. Bei mir kam ein Paket an und ihr werdet im Titel schon gelesen haben, um was es geht. Ich hole mir schnell eine Schere und dann packen wir das Schätzchen zusammen aus und ich werde euch auch erklären, warum ich mir das iPad Pro geholt habe, obwohl ich das iPad Air habe und was mit dem iPad Air passieren wird. Und ich glaube, dann werden es Leute verstehen. iPad Pro. Ich bin richtig, richtig happy gerade. Ich traue mich fast gar nicht, das auszupacken. Ich komme noch mal kurz zur Kamera, damit ich das hier mit euch auspacken kann. Ich habe euch das Unboxing sehr ausführlich mitgefilmt, weil ich das bei anderen Accounts, wenn die Unboxings machen, immer so schön und irgendwie auch satisfying finde. Ich habe mich diesmal für ein silbernes iPad entschieden. Das wird jetzt viele nicht wundern, die dieses Video hier sehen und mich vorher nicht geguckt haben, aber meine ganzen Geräte waren sonst immer Roségold und irgendwie wollte ich gerne ein bisschen was Klassischeres haben und Silber fand ich unfassbar schön. Ich habe mich für das iPad Pro im 12,9 Display Größe entschieden und das hat 512 GB, also mehr als genug für alles, was ich damit vorhabe. Da soll es wirklich keine Probleme mehr geben, wenn es um Videobearbeitung geht, große Dateien, Bildbearbeitung. Ich freue mich so unfassbar darauf, damit zu arbeiten. Und ja, ich habe mich für Wi-Fi entschieden. Das bedeutet, dieses iPad hat keinen SIM-Karten-Slot oder sowas in der Richtung. Aber das habe ich bei meinem vorherigen auch nicht gemacht, sonst müsste man quasi so eine extra SIM-Karte fürs iPad haben und dann braucht man kein WLAN, sondern kann eben auch über das iPad ganz normal direkt ins Internet gehen. Aber da ich kaum unterwegs bin, würde sich das für mich nicht lohnen. Ein Ladekabel mit USB-C-Slot und ein Ladeadapter waren auch dabei, das ist super praktisch. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob das iPad eine längere Akkulaufzeit hat oder ich das Gefühl habe, da gibt es einen Unterschied zum iPad Air. Mein iPad Air hat eigentlich immer relativ lange gehalten, also da finde ich die Batterielaufzeit sehr gut. Ich habe das iPad jetzt direkt angefangen zu konfigurieren. Das ist irgendwie immer das Erste, was ich machen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kann das nicht liegen lassen und warten. Ich habe meine Paperlike-Folie später noch bekommen. Die adaptiere ich dann später noch drauf. Das hier habe ich jetzt alles ohne Displayschutz gemacht, deshalb war ich da sehr... keine Ahnung, vorsichtig, dass ich nicht schon den Bildschirm zerkratze oder so. Das ging übrigens super easy. Ich musste nur mein iPad Air so mit der Kamera über diesen blauen Nebel halten und dann hat sich das alles so übertragen. Ich habe einen zweiten Anlauf gebraucht. Ich kann nicht genau sagen, woran das lag, aber es hat irgendwie aufs erste Mal nicht geklappt. Aber dann hat es direkt funktioniert. Das hat, glaube ich, gar nicht so lang gedauert. Ich habe währenddessen so ein bisschen aufgeräumt, Sachen vorbereitet etc. Aber es war vielleicht ein halbes Stündchen oder so, vielleicht auch nur 15 Minuten, irgendwas dazwischen. Und dann waren alle Daten auf mein neues iPad übertragen. Und dann sah mein neues iPad einfach exakt so aus wie mein altes iPad. Man konnte hochwischen und sogar die Kurzbefehle wurden übernommen. Das Problem mit den Kurzbefehlen ist, das sage ich euch direkt vorweg, die sind da nicht mehr verlinkt. Das heißt, man müsste diese Lesezeichen alle neu machen. Aber zum Design und wie mein neues Design aussieht, das sieht nämlich auch sehr anders aus als mein altes, kommen wir gleich noch. Thank you.
mein Homescreen jetzt aus? Ich habe ihn ganz anders gemacht als auf meinem Handy zum Beispiel. Ich war am Liebäugeln. Ich konnte mich nicht entscheiden und hatte jetzt gerade irgendwie keine Lust, alle App-Icons zu verkleiden, sage ich mal, also so Lesezeichen einzustellen. Grundsätzlich finde ich die Boho Chic App-Elements momentan am schönsten, aber auch die beigen finde ich mega schön. Zu den App-Elements kann ich gerne später am Ende des Videos was sagen, weil viele designen ihren Homescreen, glaube ich, nicht um und für die ist das da nicht so relevant. Ich habe mich jetzt aber für einen ganz, ganz clean Look entschieden. Ich wollte das einfach alles ordentlicher haben und direkt auf die Apps zugreifen können. Hier an der Seite quasi habe ich 3 Widgets von Widgetsmith. Das ist eine kostenlose App und da habe ich mir einmal einen Kalender erstellt. Den findet ihr, falls ihr euch die App auch runterladet, bei Time und dann als Clock. Und ich habe das quasi so angepasst. Ihr könnt bei Widgetsmith so viel machen. Also da kann man sich wirklich austoben. Die, die so ein Schloss haben, sind leider nicht in der kostenlosen Version. Aber die, die ich benutzt habe, sind alle kostenlos. Da habe ich mir einen Kalender erstellt. Einmal die Mondphasen. Das finde ich einfach voll schön. Und eine Quote. Das motiviert mich irgendwie total und ich finde das sehr, sehr schön, dass es so elegant ausschaut. Dann habe ich unten in dieser Leiste, sage ich mal, also hier unten quasi, habe ich einmal GoodNotes, dann Mail, Dateien und Safari. Das sind so meine meistgenutzten Apps, deshalb habe ich die da immer. GoodNotes nutze ich, um E-Books zu lesen zum Beispiel. Den hier, den Career Guide von Diana, habe ich schon fast durch. Ich finde ihn richtig cool. Der ist kostenlos, glaube ich. Der ist von ihrer Webseite. Das 30 Tage reine Hautprogramm lese ich aktuell und dann habe ich hier zum Beispiel sowas wie Hintergründe, meine digitalen Karteikarten, das Bullet Journal, den Studiplaner, aber mehr dazu gerne am Ende vom Video. So nutze ich auf jeden Fall GoodNotes, das ist eine Notiz-App im Grunde genommen. Dann habe ich Mail, die Dateien, das kennt ihr alles, das ist relativ unspektakulär. Dann, wenn wir auf die erste Seite gucken, habe ich Uhr, Kalender, meine Fotos und den ersten Ordner mit allen Social Media Apps. Das hier habe ich mir neu runtergeladen. Das habe ich bei einer anderen YouTuberin gesehen. Das ist aber relativ unspektakulär. Also muss man sich nicht holen. Ich dachte irgendwie, das könnte coole Sachen anzeigen oder von mehreren Kanälen gleichzeitig, dass man das so im Blick hat. Aber ich dachte, das wäre ganz cool, motivierend und so. Aber wir löschen die einfach direkt wieder, weil die ist echt unnötig. Dann habe ich Planoly. Mit Planoly plane ich meinen kompletten Feed vor bei Instagram. Ich will da noch nicht viel vorwegnehmen, aber das ist eine super coole App, falls ihr selber bloggen wollt. Guckt euch die mal an. Dann habe ich YouTube Studio. Da sind all meine Insights. Das heißt, wenn ich ein Video hochlade, kann ich danach sehen, wie gut es euch gefällt oder auch nicht. Dann habe ich Instagram. Das ist leider auch nicht optimiert fürs iPad. Ich finde es immer so schade, wenn Apps nicht fürs iPad optimiert sind, aber ich bin auch nicht so wirklich oft am iPad auf Insta unterwegs. Dann haben wir natürlich YouTube, Pinterest. Da findet ihr übrigens richtig schöne Hintergründe bei dieser jungen Dame hier, Julia Christ. Die hat einen ganz tollen YouTube-Kanal und da macht sie auch immer so Setups fürs iPad. Also wenn ihr so richtig verspielt euren Homescreen machen möchtet, dann guckt einfach mal bei ihr. Die hat da so viele Videos zu, like no joke. Also richtig schön. Und die ist auch sehr aktiv auf Pinterest, as you can see. TikTok habe ich drauf, Facebook und Business Suite ist so eine App, mit der man Sachen wie zum Beispiel Nachrichten von Instagram und Facebook beantworten kann. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Hier habe ich richtig viele Apps. Einmal alle möglichen Streaming-Dienste, am meisten nutze ich definitiv TV Now. Dann habe ich hier alle Bildbearbeitungs-Apps und ich freue mich so krass, dass ich endlich Photoshop verwenden kann auf dem iPad. Ich freue mich so sehr drauf, das werde ich direkt einrichten, dann kann ich meine Thumbnails endlich auch auf dem iPad erstellen. Maldiv ist eine kostenlose App, mit der kann man alle möglichen Collagen machen. Da habe ich auch eine Zeit lang meine Thumbnails mit erstellt. Das ist eine ganz coole kostenlose Möglichkeit. Dann haben wir Canva. Canva ist eine meiner absoluten Lieblings-Apps. Da findet ihr super viele schöne Designvorlagen für alles Mögliche. Hier seht ihr zum Beispiel alle möglichen Designs, die ich schon so gemacht habe. Und da kriegt man auch immer so Vorschläge. Also finde ich mega, mega cool. Da findet man so viel. Guckt euch das gerne mal an. Ich habe Canva Premium, weil ich es eben auch für Social Media nutze. Und das ist echt cool. Aber I mean, look at this. Es ist so hübsch. Und da könnt ihr dann halt eure eigenen Fotos einfügen. So pretty. Ich liebe Canva. Photoshop Express habe ich mir auch noch runtergeladen. Keine Ahnung, ob ich beide Apps behalte. Vielleicht ist Express besser, weil es weniger Speicherplatz nimmt. Gucke ich mal. In Lightroom bearbeite ich meine ganzen Bilder.
Das hier ist zum Beispiel ein iPad-Hacks-Video, wo ich das Foto in Lightroom bearbeitet habe. So sieht das Bild ohne Bearbeitung aus. Und wenn ich jetzt hier gucke, die Presets müssen alle noch so synchronisieren. Deshalb habe ich gerade noch nicht alle. Das ist ein Filter von Anna Johnson zum Beispiel. Die hier sind von einer anderen YouTuberin, die sind relativ kontrastreich. Die hier sind von Denise Bobe. Die finde ich auch sehr schön, aber die machen einen ganz anderen Look als den, den ich normalerweise bei Bearbeitung nutze. Das heißt, dafür nutze ich Lightroom. Finde ich richtig schön. Ich kenne mich mit der Bearbeitung nicht so krass aus, aber mit den Presets kann das eigentlich jeder. Dann haben wir hier noch die App InShot. Da bearbeite ich voll oft auf meinem Handy Videos. Diese hier habe ich alle runtergeladen. Ich habe meine Hautroutine für die Instagram-Story abgefilmt, aber die ist ein bisschen lang geworden. Ich glaube, ich mache da ein IGTV draus. Und da kann man sich quasi Videos raussuchen und dann kann man die eben ziemlich schnell, ziemlich easy schneiden und Schrift einfügen und so. Und das ist echt mega praktisch. Also da kann man wirklich nichts dagegen sagen. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, ich kann das hier zum Beispiel trimmen. Ich kann den Schnitt anders machen, dass ich es eben hochkant lasse. Man kann hier zum Beispiel TikTok auswählen, IGTV, Instagram. Ich finde den Ausschnitt richtig super. Und man kann hier auch Schriften einfügen. Das finde ich halt super praktisch. So, und dann kann man hier zum Beispiel auch Schriften importieren. Also sehr schön finde ich das. Dann habe ich iMovie drauf. Ich schneide meine Videos mit Final Cut Pro. Das heißt, das kann ich nicht wirklich nutzen. Sprachmemos, Facetune und Procreate. Procreate ist auch eine richtig, richtig schöne App, finde ich. Da mache ich zum Beispiel manchmal solche Kritzeleien in meine Thumbnails, also das hier oder so eine Umrandung. Ich kann mich da immer nicht entscheiden, was ich hübsch finde, ob mit oder ohne Umrandung, aber das fand ich ohne Umrandung besser. Und da habe ich auch so super viele Pinsel teilweise kostenlos mir gesneakt, wenn ihr, keine Ahnung, bei Creative Market zum Beispiel euch in den Newsletter eintragt, dann kriegt ihr immer so 6 kostenlose Goodies und da sind sehr häufig so Stifte für Procreate dabei. Kleiner Hint. Dann habe ich hier alles für die Uni drinnen. Das sind Apps, die ich euch schon echt häufig gezeigt habe. Da habe ich auch sehr viele Videos zu draußen. Also wenn euch zum Beispiel Anki interessiert, verlinke ich euch gerne mein Video zu Anki im i. Da habe ich auch meine digitalen Karteikarten vorgestellt. GoodNotes hat aber auch eine Karteikartenfunktion, die ihr nutzen könnt, falls ihr eure Karteikarten lieber schreiben wollt. Die restlichen Apps sind nicht wirklich spannend, würde ich sagen. Dann habe ich hier meine Produktivitätsordner mit Notion. Zu Notion habe ich auch schon einige Videos online. Notion ist quasi so eine riesen Produktivitäts-App, mit der man alles Mögliche machen kann. Das hier ist mein Live-Dashboard und von hier aus kann ich auf alle anderen Sachen zugreifen. Das ist richtig, richtig praktisch. Ich liebe Notion. Ich habe hier sogar meine Lieblings-Playlist abgelegt. Dann gehen wir zurück. Ich habe Google Drive, Notizen. Die Notizen-App benutze ich eigentlich hauptsächlich für meine To-Dos, wenn ich ehrlich sein soll. Finde ich sehr praktisch. Google Mail, dann Collect ist so eine App von WeTransfer. Motivation habe ich neu für mich entdeckt. Da kann man nämlich sich so Quotes anzeigen lassen. Und das finde ich richtig schön. Look at this. Das ist echt cute. Dann kriegt man so ein Reminder geschickt quasi. Dann habe ich Erinnerungen, Google Chrome. Things ist eine To-Do-App, die ich aber aktuell nicht wirklich nutze. Aber die sind eigentlich ganz cool. Und man kann die dann natürlich zwischen den Geräten synchronisieren und dann bekommt man alles angezeigt. Und diese App hier ist auch nicht iPad-optimiert, as you can see. Ist von einer YouTuberin, die ich sehr cool finde. Die hat in der App quasi Yoga-Videos drin, Meditationen. Das finde ich sehr schön. Ich liebe es zu meditieren. Dann habe ich hier langweilige Apps drinnen, die ich teilweise nutze, aber die jetzt nicht so jeden Tag wichtig sind. Zum Beispiel die Kurzbefehle oder Widgetsmith. Diese App hier, Zen Flip Clock, habe ich euch in meinem letzten iPad Hacks Video gezeigt. Ja, die kann man nämlich einstellen, dass man sie zum Beispiel als Widget hat, also die immer angezeigt wird. Und ich finde die App, also so diese Uhr, die Ästhetik einfach richtig, richtig schön. Deshalb wollte ich diese App unbedingt haben. Und dann habe ich hier einen Ordner mit meinen Finanzen. Bei PayPal gehen quasi alle Zahlungen ein, die von meinem Online-Shop sind. Deshalb habe ich das da drin. SafeDesk ist meine Buchhaltungssoftware, die ich nutze. Empfehle ich jedem, der sich selbstständig macht, dass man eine Buchhaltungssoftware hat. Und Amazon,
Ja, und das ist eigentlich so mein iPad-Setup. Gar nicht so herausragend. Mit dem neuen iPad-Update soll aber auch möglich sein, dass man diese Widgets hier nicht nur hier quasi links haben kann, sondern dass man die auch richtig so hier im Homescreen integrieren kann. Also dass die dann hier zum Beispiel sind. Das finde ich richtig, richtig cool. Deshalb warte ich sehnsüchtig auf das Update. Und es soll auch eine App-Mediathek geben. Das heißt, diese Apps hier zum Beispiel, die ich halt wirklich nicht jeden Tag nutze, da könnte man dann länger draufhalten und dann auch auswählen, in die App-Mediathek verschieben, wie am iPhone auch. Das soll alles kommen, aber das Software-Update ist noch nicht raus. Deshalb bleibt das jetzt erstmal so, aber ich finde es richtig schön. Also keine Ahnung, ob ihr das genauso seht, aber ich liebe diesen aufgeräumten Look. In nächster Zeit sind einige Projekte geplant. Ich freue mich schon riesig drauf. Unter anderem wird unser Studiplaner neu gelauncht. Das ist eine Co-Creation. Das bedeutet, dass ich quasi das Konzept und die Planung, die Inhalte und so weiter von dem Produkt mitentwerfen durfte. Und Anna von Paperless Life hat das Ganze dann umgesetzt. Hier kann man quasi Sommersemester, Wintersemester sich angucken, hat Lernpläne. Und diesen Planer werden wir aber relaunchen. Der ist ja fürs letzte Wintersemester quasi datiert. Und dieses Sommersemester, was jetzt läuft. Und den wird es dann für 21, 22 neu geben. Und ich freue mich schon so krass darauf. Wenn ihr euch dafür interessiert, wann der Studiplaner dann neu gelauncht ist, könnt ihr euch super gerne hier einfach kostenlos für mein Newsletter eintragen. Da werde ich auf jeden Fall euch direkt Bescheid geben, sobald der neu rauskommt. Aber es ist ein digitales Produkt, also braucht ihr keine Sorgen haben, dass er ausverkauft ist oder so. Also den wird es unendlich oft geben. Und wir haben uns so krass über das unfassbar positive Feedback gefreut zum Planer und wir hoffen, dass die Neuauflage noch besser und noch mehr helfen wird. Andere Produkte, nur von mir jetzt zum Beispiel, findet ihr bei mir im Shop. Einfach auf Shop gehen bei meiner Website und dann findet ihr da zum Beispiel die App Elements, also das, mit dem man den Homescreen am Handy, Tablet, überall, wo man es machen möchte, customizen kann. Finde ich richtig schön und die digitalen Karteikarten, mit denen ich lerne. Das bedeutet, das sind Karteikarten, die so hyperlinked sind. Also man kann da durchklicken. Ich kann euch das am besten mal in Action zeigen. Und zwar hier habe ich linierte Karteikarten. Und man hat einen Index, kann klicken und kann auch auf die Rückseite kommen, zurück auf die Vorderseite. Das geht alles, wenn man im Nicht-Schreibmodus ist. Also das hier, das blaue, der blaue Balken oben, ist, wenn wir im Schreibmodus sind. Und wenn ich hier auf den durchgestrichenen Stift gehe, bin ich im Lesemodus, sage ich mal. Und dann kann ich hier nichts mehr malen oder schreiben, aber kann hier eben klicken. Und das ist super praktisch. Falls euch sowas interessiert, falls ihr auch so wie ich jemand seid, der besser lernt, wenn er es irgendwie hübsch findet, I don't know, manche Menschen sind so, dann könnt ihr euch die Karteikarten super gerne angucken. Ich habe die in allen möglichen Ausführungen im Shop, also nicht nur blanko, sondern auch liniert, kariert. Oh, voll süß. Vielen, vielen Dank, falls ihr Bewertungen schreibt im Shop. Das ist natürlich eine Riesenhilfe für Leute, die mich nicht kennen und auf die Produkte stoßen. So viel dazu. Da haben wir das Schätzchen. Ich freue mich so krass. Ich bin so, so happy. Es ist riesengroß. Also ich kann euch mal versuchen, das im Vergleich zu zeigen. Also das ist mein iPad Air. Das hat eine generelle Größe. Also da gibt es keine Größenunterschiede. Und das ist das iPad Pro. Also es ist schon krass, wie viel größer das ist. Das war übrigens nicht der Grund für das neue Tablet. Ich bin mir ziemlich sicher, die Frage wird aufkommen, ist auch durchaus berechtigt. Ich glaube auch, dass da einiges an Kritik kommen wird. Deshalb will ich direkt vorwegnehmen, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, Leute schätzen mich etwas falsch ein. Ich bin kein verwöhntes Kind und ich kriege das, was ich habe oder was ich mir hole, nicht von meinen Eltern gekauft. Das muss ich an der Stelle mal ganz klarstellen. Tatsächlich seid ihr diejenigen, die mir das iPad geschenkt haben, weil wenn ich das hier nicht machen könnte und wenn es nicht Leute geben würde, die das gucken würden, könnte ich mir das nicht leisten. Deshalb an der Stelle ein riesen Dankeschön an euch. Das erklärt aber noch nicht, warum ich mich dazu entschieden habe, ein super gut funktionierendes Tablet auszutauschen. Der Punkt ist der, ihr könnt super gerne mein Unboxing-Video zu diesem iPad hier gucken. Da habe ich auch gesagt, was die Eckdaten von dem iPad sind. Dieses iPad ist super, super toll, wenn ihr es wirklich für die Uni nutzt, für die Schule. Also wenn ihr da nicht so viel Speicherplatz drauf braucht. Ich persönlich habe am falschen Ende gespart. Für mich waren die 64 GB leider zu klein. Das bedeutet, ich hatte mehrfach Probleme mit meinem Bildbearbeitungsprogramm, wofür ich ja Geld bezahlt habe und ich kann es leider auf dem iPad nicht nutzen. Ich kann keine Thumbnails auf dem iPad erstellen.
Und ich kann keine Videos aufs iPad laden. Und das war mehrfach blöd, weil wenn ich unterwegs bin, ich habe keinen Laptop, ich habe einen PC und ich habe ein Tablet. Und wenn ich unterwegs bin, was wegen der Pandemie nicht vorgekommen ist, aber jetzt war ich dann doch mal weg, musste ein Video runterladen und auf YouTube laden. Das hat nicht funktioniert, weil das iPad zu voll war. Und ich habe sehr viele Apps auf diesem iPad nicht mehr drauf gehabt, weil das iPad auch super langsam gearbeitet hat dann. Das bedeutet, was passiert jetzt mit dem iPad? Ich habe überlegt, ob ich es bei Kleinanzeigen online stelle. Das Problem ist aber, es hat meinen Namen eingraviert. Das heißt, das ist halt nicht so Bombe. Ich glaube nicht, dass jemand ein iPad möchte, wo mein Name drin ist. Ich habe mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Meine Schwester hat, wenn ihr das hier seht, morgen Geburtstag und sie weiß nicht. Und sie hat sich dieses iPad ständig ausgeliehen, wenn sie hier war und war immer richtig happy, wenn sie da sowas draufzeichnen konnte. Meine Schwester malt auch sehr gerne. Sie hat ja jetzt den Medizinertest gemacht und ich hoffe und bete, dass es klappt und dass sie einen Studienplatz bekommt und dass sie zum Wintersemester anfangen kann zu studieren. Aktuell ist die Situation so, dass ich einfach weiß, meine Eltern würden ihr kein Tablet direkt kaufen. Das ist natürlich nichts Schlimmes. Ich will nicht sagen, dass es blöd ist, ins erste Semester zu starten ohne ein Tablet. Aber Fakt ist, wenn du eine große Schwester hast und die kann es sich leisten, sich noch ein Tablet zu holen innerhalb von einem halben Jahr. Ich möchte meiner Schwester gerne was zurückgeben. Ich habe meine Schwester unfassbar lieb. Sie ist irgendwie auf eine Art meine beste Freundin, aber eben auch meine allerliebste kleine Schwester. Und ich weiß, dass sie sich so krass reingehängt hat und ich weiß, es ist ein komplett übertriebenes Geschenk. Ich werde das auch nicht als Geburtstagsgeschenk deklarieren, sondern werde einfach sagen, dass das meine Art von Unterstützung ist für ihr Studium, weil ich einfach weiß, dass das Studium sehr teuer ist. Ich bin in der Situation, in der glücklichen Situation, dass ich ihr dieses iPad hier schenken kann und nicht darauf angewiesen bin, es bei Kleinanzeigen zu verkaufen, um das Geld einzunehmen. Und ich hoffe, dass man das in irgendeiner Weise verstehen kann. Wahrscheinlich wird das auf den einen oder anderen mega abgehoben wirken, wenn eine Mitte-20-Jährige ihrer kleinen Schwester ihr iPad schenkt. Aber es ist im Grunde genommen ja so, dass ich ihr einfach mein iPad Air übergebe. Und ja, es ist ja nicht so, dass ich ihr absichtlich ein iPad Air gekauft habe, um es ihr zu schenken. Das muss man schon sagen. Und dieses iPad wurde auch genutzt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da so krass rechtfertige, aber ich habe sehr große Sorge, dass ich einfach überflutet werde mit einer Welle an Nachrichten, die unschön sind und die mich traurig machen werden. Und deshalb wollte ich es irgendwie vorher versuchen zu erklären. Ich bin sehr happy mit dem iPad Pro, weil ich unbedingt ein iPad wollte, nicht für die Uni hauptsächlich, sondern einfach für meinen Nebenberuf, für Social Media, wo ich alles drauf machen kann, was einen großen Speicherplatz hat, einen größeren Bildschirm hat. Und das hier ist jetzt wirklich für mich ein Laptop-Ersatz. Ich habe sowieso nicht drüber nachgedacht, mir einen Laptop zu holen. Muss ich auch vorneweg sagen. Ich bin mit Tablet generell sehr happy. Ihr merkt schon, es ist ganz schwierig und eigentlich will ich mich auch gar nicht rechtfertigen dafür, aber ich möchte es irgendwie trotzdem machen. Wer das Video bis hierhin geguckt hat, dem gilt mein größter Dank. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mich unterstützt und auch mit Teil von diesem Video bist quasi, weil es ist wirklich Fakt, ich könnte mir das nicht leisten, wenn ich nicht Social Media machen würde. Ich möchte auch gerne mein Wissen darüber teilen. Also es ist nicht so, dass ich jemand bin, der sagt, hey, ich bin jetzt einigermaßen so weit gekommen, dass ich davon leben kann, aber ich behalte für mich, wie ich das gemacht habe. Ich werde in meinen Vlogs auf jeden Fall in Zukunft näher zeigen, wie mein Alltag ist, wie sich das alles entwickelt hat. Das heißt, falls es euch interessiert und falls ihr sagt, hey, ich bin Student, Studentin, ich möchte mir neben dem Studium etwas aufbauen, damit ich einfach mehr habe und mir auch mal andere Sachen leisten kann, dann könnt ihr super gerne den Kanal abonnieren. Würde mich sowieso freuen. Und ihr könnt mir auch super gerne zeigen, falls ihr weitere iPad-Videos sehen möchtet. Falls ihr konkrete Wünsche habt, einfach kommentieren, dann habe ich so eine kleine Video-Wunschliste, würde ich sagen. Ich werde euch aber in der Endcard auch eine Playlist verlinken mit all meinen iPad-Videos. Und das andere Video hat der Algorithmus rausgesucht. Damit habe ich also nichts zu tun. Vielen, vielen Dank an euch. Fühlt euch gedrückt und bis bald.